Die Schweizer Fähnchen an der Strasse und die Dekoration im Lippisbühl haben es verkündet. Das ist ein spezieller 1. August-Brunch. Wie immer gibt es feines zu essen. Es brutzelt in der Pfanne. Es hat mehr als genug. Die Musik spielt, man genießt den Morgen. Und mit drinnen die Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider. Sie gilt als volksverbunden, hat sich auch heute gerne Zeit genug für die Leute. Die Stimmung ist froh. Die Bundesrätin hat diskutiert, heute mit dem Altständerat Peter Föhn, und sich mächtig gefreut über ein Geschenk von der Gemeindepräsidentin. Die Elisabeth Bohm-Schneider hat sich auf der Alp Liplis gefühlt wie daheim. Kein Wunder, sie ist ja selber ein Bauernmädchen. Aber aus dem Jura, da gibt es Unterschiede zum Muttital. Oh, es ist viel, viel schwieriger hier zu arbeiten als im Jura. Weil hier ist es wirklich viel obsig. Es gibt viel mehr zu tun für das Heuen, für das Mähen und so, für das Ernten. Das ist ganz anders. Aber sonst ist es wahrscheinlich das Gleiche mit der, wie sagt man, Leidenschaft zu der Arbeit, für richtig mit den Tieren zu arbeiten. Hier machen sie viel Käse. Bei uns machen wir auch Tendermann. Also es ist schon etwas ähnlich, aber eine andere Produktion. In ihrer Begeisterung hat die Vorsteherin vom Justiz- und Polizeidepartement gerade einen Sack voll Muttitaler Käse gekauft. Und zwar... Wir haben drei Sorten Rappli. Pfeffer, Chili und Natur und dann noch ein Geissmüchli, das wir viel brauchen, und ein Natürmutschli. Für die Bundesrätin hat es übrigens einen Spezialpreis gegeben. Im Muttaland ist es schön. Das ganze Festzelt singt und Elisabeth Bohm-Schneider schunkelt vergnügt mit. Zeit für den Abschied. Warmer Applaus im Festzelt. Vorne aussen der Bettruf. Andächtig hört die Bundesrätin zu. Und zum Schluss noch eine Einladung zurück an die Elbe-Familie Bätschet. Also, kommst du in Jura? Ja, genau. Ja, danke schön. Also, gut. Danke vielmals. Aus dem Muttital für den Bot der Ruhrschweiz, Geri Holdener.